Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim 8. Rennen unserer zweiten Saison und zwar in Baku beim großen Preis von Aserbaidschan. Und ich muss sagen, auf dieses Wochenende freue ich mich wirklich sehr. Es ist zwar vom fahrerischen her vielleicht eine meiner schlechtesten Strecken, würde ich sogar sagen, aber die Action hier ist meistens immer richtig crazy im Rennen. Oft passieren viele Crashes, viele komische Sachen, Safety Cars hat man hier auch nicht selten, von daher freue ich mich wirklich sehr drauf. Und bin gespannt, was hier passieren wird in diesem Rennen. Fangen wir direkt an mit dem Zuweisen von ein paar Aktivitäten. Da machen wir die Standardsachen, ein bisschen was für unseren Teamkollegen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir den Rest der Zeit noch füllen können. Das hier sieht doch gut aus. Gibt uns ein bisschen Teamanerkennung und 37k auch noch dazu. Das kann auf keinen Fall schaden. Und dann machen wir zusätzlich noch dieses hier. Genau, und dann ist die Zeit, denke ich, ganz gut gefüllt. Spulen wir die Zeit noch ein bisschen vor, bis zum kommenden Rennwochenende. Ein Upgrade soll ankommen und das kommt an. Das ist sehr, sehr gut. Also was die Upgrades angeht, läuft es echt immer besser und besser im Laufe dieser zweiten Saison. Ein paar Ressourcenpunkte bekommen wir jetzt auch noch dazu. Da ist, glaube ich, sogar noch ein Upgrade angekommen, oder? Das kann gut sein. Stimmt, wir hätten ja zwei haben müssen. Zwei für die Aerodynamik. Die sind beide angekommen, oder? Ja, und das bringt uns vor, was tue ich? Das bringt uns vor Alfa Romeo, was die Performance unseres Autos angeht. Man, so muss das aussehen. Let's go, das ist das zweite Team, was wir jetzt überholen, was die Performance angeht, innerhalb von 2-3 Rennwochenenden. Genau so muss das laufen. Das ist echt cool. Das motiviert einen auch zusätzlich, immer weiter zu spielen und weiterzumachen, wenn man halt sieht, dass was vorangeht. Okay. Man spielt auch so das Spiel, schon klar, aber es ist natürlich cooler, wenn man sieht, dass was vorangeht. Und das tut es in dieser Saison auf jeden Fall. Dann möchte ich gerne jetzt noch was upgraden, weil wir auf jeden Fall genügend Ressourcenpunkte haben, nämlich 1500 fast, um dort wieder etwas zu machen. Aber im Motor sind wir wieder ein bisschen abgerutscht, weil da die anderen Teams was gemacht haben. Bei der Aero sind wir dafür jetzt wieder ein bisschen weiter oben, weil wir da schon einiges geupgradet haben. Beim Chassis sind wir auch okay. Ja, dann würde ich fast sogar sagen, wird's mal wieder Zeit für ein Motor-Upgrade. Einmal haben wir da was fürs ERS und einmal was für die Treibstoffeffizienz. Boah, keine Ahnung, ist eigentlich völlig egal. Machen wir das hier fürs ERS, das große. Sollte dann bald ankommen, wird es hoffentlich auch. Und dann würde ich vorschlagen, springen wir direkt ins Qualifying hier in Baku. Ich freue mich wirklich sehr drauf, bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Es ist keine leichte Strecke, es ist leicht, dort was zu verkacken. Und ich kann sie auch nicht besonders gut, aber ich hoffe, dass wir eine gute Leistung abliefern können. Vielleicht sind ja mal wieder Punkte drin. Wir haben ja in Spanien vor zwei Rennen Punkte geholt. Beim letzten Mal war dann Kwiat dran, unser Teamkollege. Und es wäre natürlich geil, wenn es genau so weitergehen würde. Los geht's mit dem Qualifying hier in Baku. Bin mal gespannt, was für ein Topspeed wir erreichen können hier auf der langen Gerade im Qualifying mit dem DRS. Schaffen wir 350? Ja, wahrscheinlich nicht ganz. Viel fehlt da aber nicht. Oh, und das war zu spät. Wow, guter Anfang. Oh, aktuell wären wir sogar auf dem 13. Platz und das mit so einer Runde. Die war wirklich nicht besonders gut. Vor allem dieser riesige Fehler in der ersten Kurve hat da natürlich nicht geholfen. Also die Pace ist hier so auf Anhieb ordentlich und viel fehlt da auch nicht nach vorne. Ich meine, wir haben unseren Teamkollegen fast unmittelbar vor uns. Da trennen uns nur wenige Hundertstel und auch De Vries davor ist nicht allzu weit weg. Nein, ah, was habe ich denn mit dieser ersten Kurve? Das darf nicht wahr sein. In unserer ersten Runde hatten wir da schon einen Riesenfehler und der hier war noch ein bisschen schlimmer. Da können wir fast froh sein, dass das unser Auto nicht zerstört hat. Aber leider schaffen wir jetzt keine Runde mehr. Ah, das war aber unfassbar knapp. So ein ganz kleines bisschen sind wir da an der Wand hängen geblieben mit unserem Hinterrad. Und dann war da leider nichts mehr zu retten. Ich hoffe, das reicht trotzdem für Q2. Und mal sehen, hat es gereicht oder wird dieser Fehler knallhart bestraft? Kwiat ist auf jeden Fall safe in Q2 und wir auch. Und das trotz so eines Fehlers. Das ist krass, aber okay, man muss auch sagen, mittlerweile muss man es eigentlich fast schon erwarten, wenn man sich mal die Performance unseres Autos anschaut, dass wir es wirklich an jedem Rennwochenende beide aus Q1 rausschaffen. Das muss echt unser Ziel sein für das Qualifying und das schaffen wir auch die letzten Male immer und auch hier wieder. Wir haben zwei Autos von unserem Team in Q2. Mal schauen, was dort noch geht. Ein bisschen was vielleicht, aber ich denke nicht, dass wir allzu weit nach vorne kommen können in Q2. Die letzte richtige Kurve auf unserer fliegenden Runde hier in Q2 nochmal vernünftig mitnehmen. Und dann war das die erste fehlerfreie Runde hier in diesem Qualifying an diesem Wochenende. Reicht das, um zumindest Russell hinter uns zu lassen? Das muss das Ziel sein. Der hat es hier wie durch ein Wunder in Q2 geschafft mit seinem Williams.
Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Jetzt können wir wirklich nur noch Vollgas geben und darauf hoffen, dass es reicht, um zumindest 15. zu werden. Das DRS geht nochmal auf. Reicht das, um Russell zu schlagen? Ja, ich glaube, das war sogar Platz 14, oder? Das wäre richtig stark. Ja, Mann, sehr gutes Qualifying. Das kann man so doch stehen lassen und viel hat auch wirklich nicht gefehlt, so dumm es sich anhört, auf Q3. Ich meine, uns trennen gerade mal 3 mickrige Zehntel vom 9. platzierten Daniel Ricciardo und 2,5 Zehntel trennen die Top 8. Nyck de Vries auf dem 8. ist nur 2,5 Zehntel langsamer als Bottas auf dem 1. Das ist heftig, das sieht man nur ganz, ganz selten, wenn nicht sogar nie. Unfassbar, wie gering hier die Abstände sind. Da sieht man aber einfach mal, wirklich winzige Kleinigkeiten können hier so entscheidend sein. Und das wird auch im Rennen gleich nicht anders. Also, hier ist einiges drin. Wir könnten sogar Punkte holen, wenn alles perfekt läuft und wenn wir eine gute Pace haben. Krass. Also wirklich, ich finde das echt voll überraschend. Ich meine, Baku ist auch nicht gerade eine kurze Strecke. Da gibt's eigentlich ziemlich viel Spielraum, um viel Zeit zu verlieren. Und dennoch ist das hier so unfassbar eng. Jetzt in der Startaufstellung auf unserem 14. Platz schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie, die uns hier vorgeschlagen wird. Oh, das wird entweder eine 1-Stop mit Soft-Hard oder eine 1-Stop mit Medium-Hard. Boah, komm, ich würde aber sagen, die beiden geben sich wirklich nicht viel, was das Delta angeht. Gehen wir die aggressive Variante, wählen wir die Softs, mit denen wir dann schön pushen können zu Beginn des Rennens. Dafür müssen wir die harten Reifen dann am Ende ein bisschen länger ins Rennen ziehen, das ist klar, aber ich denke, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Benzin nehmen wir hier mal wieder ein bisschen mehr mit, nicht so wie beim letzten Mal in Monaco. Das ist hier in Baku auf jeden Fall eine gute Sache auf dieser ewig langen Gerade. Da wird man das fette Gemisch schon gut gebrauchen können, nehme ich an. Und dann gehen wir direkt an den Start hier beim großen Preis von Aserbaidschan. Ich freue mich sehr drauf, das sollte ein sehr cooles Rennen werden mit viel Action. Zumindest ist das häufig in Baku der Fall. Los geht's. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los zum 8. Mal in dieser 2. Saison. Wir kommen sehr gut weg, haben allerdings auch viele vor uns gehabt, die hier auf den harten Reifen ins Rennen gehen. Da kann man natürlich nicht so einen guten Start bekommen. Das ist völlig klar. Können wir uns die beiden zumindest schon mal schnappen. Den Racing Point von Perez und keine Ahnung, wer das noch war. Rad an Rad immer noch mit irgendjemandem. Gasly ist das da außen. Stimmt, der war das, der ebenfalls auf den harten Reifen in dieses Rennen gegangen ist. Zusammen mit Perez und zusammen auch mit Ocon da vorne, der gegen unseren alten Teamkollegen De Vries battelt. Oh, vorsichtig jetzt im Anbremsen für diese Kurve. Ich finde, das ist wirklich mit der schwierigste Bremspunkt der gesamten Saison. Vor allem, wenn man ohne der Linie spielt, sieht man da kaum, wo man bremsen muss. Das haben wir aber sehr gut hinbekommen, konnten 2 Plätze direkt gut machen. Sehr, sehr guter Start. Zum ersten Mal im Rennen geht's hier gleich durchs Castle. Werden alle gut durchkommen oder gibt's da vielleicht schon die ersten Kollisionen? Nein. Tatsächlich hat man da echt wenige Unfälle, ne? Wenn ich mich mal so zurückerinnere an die gesamten Karriererennen, die wir hier schon hatten, da gibt's eigentlich nur ganz, ganz selten irgendwelche Unfälle im Castle. Komisch. Ich meine, das ist so eine enge Kurve, da würde man erwarten, dass es richtig viel Action gibt, aber meistens ist das da ziemlich ruhig. Oh, De Vries greift da vorne Ocon an, der auf den harten Reifen unterwegs ist. Vielleicht können auch wir ihn uns schnappen. Der wird nicht mal annähernd so viel Grip und so viel Pace haben wie wir, hoffentlich zumindest. Mit unseren Softreifen Rad an Rad die beiden hier durch die ersten Kurven. Auch das hilft uns natürlich, um da ordentlich ranzukommen. An den Renault-Piloten De Vries verbremst sich auch noch. Oh, das wird die beide nicht schneller machen. Wir hängen jetzt direkt im Getriebe von unserem alten Teamkollegen. Schieben ihn fast an. Hier auf dieser DRS-Gerade können wir uns da außen vorbei drücken. Wenn wir spät bremsen, vielleicht ja, vorbei an 2 Autos außenrum in so einer Kurve. Wir streifen leicht die Wand. Das war ein Mega-Move. Wow. Holy shit, wir sind auf Platz 10.
Nochmal das Ganze aus dieser Perspektive. In dieser Kurve überholt man außenrum nur ganz, ganz selten und direkt zwei Autos schon eigentlich gar nicht. Ganz leicht haben wir dann auch noch die Wand gestriffen, da am Ausgang der Kurve. Zum Glück ist aber alles gut gegangen. Nochmal das Ganze aus der Onboard-Perspektive von Esteban Ocon, der diese kleine Gruppe hier angeführt hat, bevor wir vorbeigezogen sind. Boah, da verliert er leicht die Kontrolle irgendwie im Anbremsen. Stellt euch mal vor, der hätte sich verbremst und wäre uns da voll reingeknallt. Zum Glück ist das nicht passiert. Boah, das könnte wirklich eins meiner Top 10 Überholmanöver überhaupt gewesen sein auf YouTube. Das war einfach nur krass. Also zwei Autos da zu überholen, das passiert wirklich nicht oft. Sainz ist der nächste, den wir vor der Nase haben. Wir können uns da so Stück für Stück, Zehntel um Zehntel, jede Runde ein bisschen ranarbeiten. Vielleicht haben wir ja gleich das DRS und dann könnte es sehr, sehr spannend werden. Das ist nicht euer Scheiß Ernst, ey. Gerade hab ich's gesagt. Und dann fällt unser DRS aus. Das darf nicht wahr sein. Was ein Bullshit, ey. Das kannst du keinem erzählen. Was für ein Timing war das denn? Oh, Stroll da vorne ist ganz schön am Sliden. Ich glaube, er ist derjenige, der Sainz hier so ein bisschen aufhält. Der Racing Point ist aber auch echt kein starkes Auto mehr. Ich glaube, die sind nur noch eine Position vor uns, was die Performance des Autos angeht. Ja, in dieser Runde hätten wir das DRS gehabt und dann hätte es spannend werden können. So wird es schwierig. Aber mal sehen, wenn Stroll da vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs ist und ein bisschen Faxen mit Sainz macht, was der auf jeden Fall macht, dann könnten wir da auch ohne der Hilfe vom DRS eine Chance bekommen gegen den Racing Point. Da vorne kommen schon die ersten Leute an die Box. Sainz geht nach innen, versucht Stroll zu überholen, schafft das auch locker. Für uns reicht das leider nicht. Wir kommen jetzt aber durch die ganzen Boxenstops vor auf Platz 8. Und lange kann das nicht dauern, bis wir uns Stroll schnappen. Oh, und die beiden gehen auch an die Box, oder? Genauso wie viele weitere da vorne. Was haben die vor? Ja, okay, ich meine, so übertrieben früh ist das nicht. Auch unser Boxenstopp-Fenster geht jetzt auf. Aber da waren ja schon welche in der letzten Runde drin. Also vielleicht gibt es einige, die hier eine Zwei-Stop versuchen. Obwohl, das vermute ich ziemlich häufig. Auch beim letzten Mal in Monaco, ja. Und meistens können die dann eh durchfahren. Also wahrscheinlich machen die eine normale Ein-Stop einfach. Runde 7. Auch wir kommen jetzt am Ende von dieser Runde an die Box für unseren hoffentlich einzigen Boxenstopp in diesem Rennen hier. Und das war wirklich, abgesehen von dem DRS-Ausfall, ein genialer erster Stint. Ich hoffe, das geht genauso weiter. Vorsichtig jetzt erstmal, wie eigentlich immer, bei der Boxeneinfahrt. Die kann man ziemlich einfach verhauen, aber normalerweise kriegen wir das immer ganz gut hin. Das war ein bisschen übervorsichtig, aber lieber zu vorsichtig, als dass man da zu schnell reinfährt und eine Strafe kassiert. Wow, Kwiat kommt auch rein. Das ist unnötig, ey. Warum kommt er denn rein, wenn er sieht, dass wir ausstoppen? Das ist ein bisschen dumm. Wird ihn auf jeden Fall ein bisschen Zeit kosten. Aber nun gut, da können wir jetzt auch nun wirklich nichts dafür. Ich meine, das war unsere geplante Boxenrunde sogar tatsächlich. Wir kommen raus auf Platz 18 hinter Sainz. War der hinter uns oder vor uns? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Stroll ist da jetzt aber neben uns oder wer ist das? Ne, De Vries, wo war der? Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich weiß nicht, ob die vor uns waren, vor dem Stop oder nicht. Auf jeden Fall hat uns De Vries gerade überholt und wir können auch nicht direkt kontern. Ani, Stroll war doch vor uns. Stimmt, der war ja vor uns. Der war derjenige, den wir uns nicht schnappen konnten, weil das DRS ausgefallen ist. Und jetzt haben wir ihn, also war das doch ganz gut. Da vorne sind jetzt noch welche an der Boxengasse. Räikkönen, den sollten wir bekommen können. Und ich glaube, einer der Red Bulls, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Karte, den haben wir nicht. Aber immerhin Platz 18 ist das jetzt wieder. Oh, jetzt könnte es spannend werden. Da vor uns De Vries vorbei an Magnussen. Boah, das sah richtig komisch aus. Zu dritt nebeneinander sind die hier auf der ewig langen Gerade in Baku. Da vorne stoppt jetzt noch Giovinazzi, müsste das sein, der einfach eine Runde nach seinem Teamkollegen reinkommt. Den haben wir. Oh, was tun die Jungs hier vorne? Nichts besonders Schnelles auf jeden Fall. Können wir Russell vielleicht jetzt überholen? Der würde uns noch unnötig aufhalten auf dem Rest der Runde. Von daher ist das echt nicht unwichtig, da vorbeizuziehen. Ja, und das können wir auch locker schaffen. Vorbei an George Russell und vor auf Platz 16. Kevin Magnussen im Haas ist der Nächste. Ich glaube, der war genauso wie Russell noch nicht beim Boxenstopp. Und somit wird das ein einfaches für uns hier jetzt mit dem DRS vorbeizuziehen auf der langen Gerade. Boah, das ist ein mega cooles Rennen bisher. Das macht richtig Spaß, hier zu fahren. DRS auf. Wahrscheinlich bräuchten wir das DRS sogar nicht mal. Aber das macht es natürlich noch ein bisschen einfacher. Vorbei an Magnussen und das ist jetzt Position 15. Oh, oh, was tun die Jungs da vorne? Holy shit, Alter. An der Stelle kann man doch nicht überholen. Keine Ahnung, wer da der Irre war von beiden. Ich glaube, De Vries. Aber der hat es tatsächlich vorbeigeschafft. Onboard mit unserem alten Teamkollegen. Boah, ey, das ist ja mal ein ganz starker Move. Das war aber echt voll clean. Die haben sich kein einziges Mal berührt. Respekt, das war richtig stark. An der Stelle würde ich mich niemals trauen, da irgendwie außenrum vorbeizugehen.
Können wir uns Grosjean auch schnappen, genau wie Magnussen eine Runde zuvor. Sein Teamkollegen, das hängt ein bisschen davon ab, ob er das DRS bekommt. Er hat es auch auf De Vries, aber auch das hilft ihm nicht besonders viel. Die Haas sind echt ganz, ganz schwach hier mittlerweile in dieser Karriere. Und wir sind vorbei. Platz 14. Vier Plätze noch und dann wären wir in den Punkten. Oh, da vorne kommen jetzt welche rein oder einer zumindest. Einer der beiden McLarens, Lando Norris. Den werden wir uns locker holen können. Platz 13. Und wir konnten uns auch richtig schön rankämpfen an De Vries hier vorne. Sind mittlerweile schon im DRS-Fenster. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was der mit seiner Strategie macht. Es würde mich nicht wundern, wenn er nochmal reinkommen muss. Weil der echt schon lange mit seinen Mediums hier fährt. Oh, da vorne ist noch ein weiterer drin. Zwei, sogar drei sogar. Ja, auch De Vries kommt rein. Das dachte ich mir fast schon. Und einer von denen, der da an der Box ist, ist doch ein Mercedes. Oder ja, genau, Lewis Hamilton. Den werden wir locker bekommen. So wie das zumindest auf der Karte aussieht. Mal schauen, haben wir ihn auch wirklich? Ja, wir haben ihn. Wir sind vor Lewis Hamilton in diesem Rennen und hätten aktuell einen Punkt inne. Oh, auch Bottas, Hamiltons Teamkollege, ist an der Box. Sagt mir nicht, wir kriegen den auch. Ja, das könnte knapper werden als gegen Hamilton, aber eventuell mit etwas Glück sind wir auch vor Bottas und haben somit beide Mercedes für kurze Zeit hinter uns. Genau so ist es. Wir geben dir ein paar neue Reifen und wechseln auf eine andere Strategie. Was? Den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Ja, nee, das kannst du aber schön vergessen. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Bottas wird uns natürlich locker jetzt haben. Ich hoffe nur, das macht er hier, ohne uns viel Zeit zu kosten. Ich meine, das ist klar, dass der hier vorbeiziehen wird und wir den jetzt nicht das ganze Rennen hinter uns halten werden. Da hinten ist jemand draußen oder langsam oder was auch immer. Einer der Renaults müsste das sein und Bottas ist vorbei. Schauen wir mal, was da hinten passiert ist. Daniel Ricciardo müsste das gewesen sein. War das ein Crash oder einfach ein technisches Problem? Ne, ein technisches Problem wie immer. Gibt das vielleicht ein Safety Card? Das würde die Sache noch ein bisschen spannender machen. Nee, sieht aber nicht danach aus. Und Bottas gibt uns immerhin das DRS. Das ist doch eine coole Sache. Auch Hamilton wird uns gleich haben. Da müssen aber auf jeden Fall noch welche vor uns stoppen. Ich glaube, Ocon führt dieses Rennen gerade an, wenn ich es richtig sehe auf der Karte. Der ist ja auf den harten Reifen ins Rennen gegangen, wenn ihr euch erinnert, und hat noch gar keinen Stop gemacht. Also er muss auf jeden Fall noch rein. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch noch einige andere. Oh, oh, Hamilton ist nahe dran. Probier bitte nicht sowas wie De Vries vorhin gegen Grosjean oder was das war. Nicht ganz zum Glück. Ja genau, da vorne kommt Ocon rein, einer der AlphaTauris, Gasly müsste das sein auch noch. Vielleicht ja sogar noch ein paar weitere, Hamilton wird jetzt vorbeiziehen, hoffentlich ohne größere Komplikationen. Das ist, ja, wie gesagt, so ein Mercedes kann man nicht hinter uns halten. Alter, fahr einfach normal vorbei, ich habe gar keinen Bock hier überhaupt zu verteidigen. Mach's nicht schwieriger als es ist. Können wir uns da vorne noch irgendjemanden schnappen, was uns dann die Chance geben würde, um hier um die Punkte zu kämpfen in diesem Rennen? Ja, ich denke schon. Wir sind aber nur Zehnter. Da darf uns kein weiterer mehr überholen, wenn wir die Punkte haben wollen. Oh, das wird ganz, ganz schwer. Wir haben zum einen Stroll direkt hinter uns, der alles andere als langsam ist. Und direkt dahinter, mit ein paar Sekunden Rückstand allerdings noch, kommt schon Perez, der gerade frisch auf die Softs gegangen ist. Oh, jetzt könnte es auch schon das erste Mal richtig heikel werden gegen Lance Stroll. Hier auf der langen Start- und Zielgerade im Kampf um den letzten Punkt in diesem Rennen. Und glaubt mir, dieses Auto wird gleich so breit sein, wie es nur geht. Ich meine, ob man am Ende Elfter wird oder ausscheidet sogar, ist völlig egal. Denn für beides kriegt man genau die gleiche Punktzahl, nämlich 0. Stroll zieht aber vorbei. Ich hoffe, wir können kontern. Na, da kommt Perez jetzt. Mit Stroll könnten wir sogar ganz gut mithalten. Oh, da vorne kommt aber noch jemand an die Box. Das macht die Sache wieder richtig spannend. Perez wird uns haben. Oder? Können wir vielleicht sogar nochmal kontern? Ich weiß aber gar nicht, ob das Sinn macht. Wir müssen fast darauf hoffen, dass der jetzt an Stroll da vorne rankommt und die beiden dann Faxen machen. Noch ist das hier nicht verloren. Es ist Platz 11. Aber da geht noch was. Wenn Perez jetzt gleich ein bisschen Probleme hat mit Stroll, dann sind wir direkt dran und können uns den vielleicht wieder schnappen. Ah, das wird aber nicht reichen fürs DRS. Ja, die beiden sind schneller. Da kommt aber jemand an die Box vorne, oder? Ja! Lol, einer der beiden Renaults. Und somit könnten wir doch noch relativ unverdient und mit ein bisschen Glück einen mickrigen Punkt hier mitnehmen. Ist der auch wirklich vor uns? Ja, Esteban Ocon. Vielen Dank für dieses Geschenk. Das ist aber wirklich die Belohnung für ein richtig starkes Rennen. Das wäre echt schade gewesen, hier leer auszugehen, weil das ein saugutes Rennen war. Die Pace war gut. Die Strategie war gut und allgemein hat es einfach Spaß gemacht, weil wir viele coole Battles hatten und es sieht so aus, als würden wir am Ende doch belohnt werden, es sei denn, die kommen da hinten nochmal dran. Ocon ist natürlich jetzt auf frischen Softs. Oh, oh, und hinter uns haben wir jetzt Ocon und Gasly, die beide diese späten Stops gemacht haben und auf frischen Softs hinter uns her sind und das eine Runde vor Schluss. Oh Gott, das könnte noch ganz übel enden. Oh, das wird sehr wahrscheinlich übel enden, die sind so viel schneller.
gelingt es uns zumindest, uns in die letzte Runde zu retten, um dann am Ende die Chance zu haben, um diesen Punkt zu fighten. Das wird nichts, das wird nichts. Guck mal, was für einen Riesenüberschuss Gasly da hat. Und in den Kurven werden wir nicht an dem dranbleiben können mit seinen Softs. Ah, Mann, ey, das darf nicht wahr sein. So kurz vor Schluss geht wohl doch noch die Hoffnung auf die Punkte hier flöten. Es ist immer noch nicht vorbei. Es kann immer noch was zwischen Gasly und Stroll passieren, aber von alleine wird das wahrscheinlich leider nichts. Ja, aber was soll man machen? Wir haben fast 60% Abnutzung hinten, meine ich. Und die beiden waren gerade an der Box für frische Softs. Da ist leider nun mal nicht viel zu machen. Und ich glaube, die beiden da vorne können jetzt tun, was sie wollen. Wir müssen uns eher darauf konzentrieren, hier vielleicht noch Ocon hinter uns zu halten. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie das was werden soll, gleich auf der Start- und Zielgerade. Das Gute ist halt, dass die gerade nicht mehr die volle Länge hat. Alter, was tut er hier innen vorbei, oder was? Ja, mach mal. Fahr mal. Fahr doch! Was tut er denn? Ja, super, ich bin extra vom Gas gegangen, um das DRS abzustauben und dann fährt er nicht mal vorbei. Das ist natürlich geil, wir müssen das Benzin auch noch auf Mager stellen. Ja, ich will das DRS... Alter, gib Gas. Was ein dummes Finish. Wir müssen das Benzin leider auch noch auf Mager stellen, nicht, dass das noch leer geht. Ocon, müssten wir uns aber wieder schnappen können. Ich glaube, das war ganz klug, ihm das DRS hier nicht zu geben und es uns selber zu schnappen. Wird es immerhin Platz 11? Es wird echt knapp. Es wird verdammt knapp. Wir kommen ran. Das wird eine Tausendstel-Entscheidung hier. Aber wir schnappen uns Ocon und holen einen sehr, sehr guten 11. Platz. Ganz, ganz knapp haben wir die Punkte verpasst, leider. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Werfen wir einen Blick auf das Rennergebnis. Ja, spätestens hier merkt man dann, dass das nur ein Spiel ist. Wir haben Ferrari-Doppelsieg, Leclerc vor Vettel, dahinter dann Bottas, Verstappen und Hamilton. Das sind die Top 5. Ja, schade. Ich finde, das Rennen hätte sich echt die Punkte verdient gehabt, aber mehr war da nicht drin. Das war wirklich... Ja, ich habe alles gegeben in diesen letzten Runden. Wie gesagt, mehr war da nicht machbar. Und ein 11. Platz ist trotzdem sehr, sehr gut. Ist aber halt bitter, weil man dafür nichts bekommt. Wo war Kwiat denn am Ende? Boah, nur 16. Das ist schade. Gucken wir, was dieses Rennen für die Fahrer-WM bedeutet. Dort bleiben wir 16. Und in der Konstrukteurs-WM bleiben wir auf Platz 9. Immer noch punktgleich mit Alpha. Und das war's dann auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Beim nächsten Mal geht's nach Kanada. Und das war in der letzten Saison ein sehr starkes Rennen für uns. Von daher hoffe ich, dass das in dieser Saison ähnlich werden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.